Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play NASCAR Racing Season 2003 Singleplayer. Warum Singleplayer? Ja, meine Jungs haben gerade wieder ein bisschen Stress. Manche müssen wieder arbeiten und so weiter und so fort. Wisst ihr ja mittlerweile. Und dann nutze ich mal die Zeit, euch mal eine neue Mod vorzustellen. Dabei jetzt die 2012 Bullring Mod ja eigentlich nur noch verwenden. Im Moment, da wir auch da unsere Autos lackiert haben und so wie ihr mittlerweile auch schon mitgekriegt habt, möchte ich euch heute, nein, nicht die Cup 12 Mod, ich kann hier ganz kurz mal reingehen, die werde ich bei nächster Gelegenheit auch mal fahren. So sehen die Autos bei der Cup Mod aus. Das ist eigentlich so das Gegenstück zum Bullring. Und wie gesagt, die werde ich die nächste Zeit mal fahren. Nein, ich möchte heute mal, wo ist sie doch? Genau diese hier. Und zwar die 2011 Nationwide Mod. Die bin ich noch nie gefahren und deswegen werde ich jetzt gleich hier mal ein Auto nehmen, auch wenn der erste mir hier sogar schon sehr gut gefällt. Gucke ich doch mal. Ach nee, ich schalte einfach mal durch. Was gibt es hier so? Elliott Sadler, Dale Earnhardt, auch ein geiles Auto. Einmal mitgefahren und schon auch gewonnen in Daytona. Stewart. Oh, Stewart ist eigentlich auch ganz geil hier mit den Keksen von Oreo. Die esse ich ja persönlich selber gerne. Und nee, die muss nicht sein, die blöde Kuh. Ich schalte mal durch und guck gleich mal, was es überhaupt hier so gibt. Ah, so ein Dodge wäre auch was Geiles. Mal lassen. Wo ich das hier gerade sagt, der Dodge, der so geil ist. Nächstes Jahr die Sprint Cup Autos. Solltet ihr mal auf die Seite gehen und vielleicht mal nachsuchen. Sprint Cup Cars 2013 oder so. Oder in den Kategorien mal reingucken und das Sprint Cup News 2012. Da seht ihr schon den Dodge, den Ford, wie der nächstes Jahr aussehen soll. Und wenn das so kommen sollte, wäre das persönlich ja richtig geil. Ja, jetzt sowas wollte ich haben. Und ist sogar ein Chevy. Dann ist das schon mal gut. Die Nummer 30 lasse ich mal im Auge. Und werde einfach nur mal weiter gucken, was wir hier noch so haben. Nö, das steht schon fest jetzt, dass ich die Nummer 30 nehme. Und zwar mit dem Monster Energy, den ich persönlich auch sehr gerne trinke. So, das gleiche stelle ich gleich mal für Multiplayer ein. Nicht, dass mir den einer klaut. So, Single Multiplayer in AC passt. Gehen wir raus und gucken, ob das geklappt hat. Ja, hat geklappt. Wunderbar. Und zwar möchte ich heute einfach mal die Zeit nutzen, euch erstens diese Mod zu zeigen und das erste Singleplayer Gegenstück zu der Sprint Cup Geschichte von uns präsentieren, und zwar mit Talladega. Ich möchte gerne die 2007 fahren. Und zwar werde ich das gleich mal versuchen. Mal gucken, ob die Mod auch ist. Ja, so langsam ist wie die Sprint Cup. Deswegen nehme ich mal 105% erstmal zum Test. Und wie gesagt, ich möchte das Gegenstück dazu fahren. Die Sprint Cup sind wir ja schon Multiplayer gefahren. Und deswegen werde ich jetzt Singleplayer mal die Nationwide ab und zu auch mal fahren. So, denn, ach, ich habe was vergessen. Da kann ich gleich nochmal rausgehen. Das lohnt sich hier nämlich noch gar nicht, auch wenn ich mal weiß. Na los. Und zwar möchte ich hier, und es geht gut, eine gute Stunde. Ach, die haben ja eine andere Distanz, ne? Ah ne, das ist die gleiche Distanz. Okay. Ja, so um die. Nehmen wir ruhig mal 25%.
die Hälfte, das ist ungefähr eine Stunde, die das jetzt hier dauern wird, wenn ich dann alles eingestellt habe und das Rennen losgeht. So, dann lädt das mal ganz kurz und ich werde gleich nochmal das Setup einstellen. Ja, lad ein. Dann kann ich mal hier in die Garage gehen und hoffen, dass es hier... Ach, das ist sogar alles nur eingestellt. Perfekt. Gut, dann fahre ich einfach mal Qualifying und guck mal, ob 105% hier nicht zu heftig sind. Und schauen wir uns doch erstmal kurz das Auto hier auch an. Einmal von innen. Okay, mein Lenkrad sagt gerade mal wieder nichts. Dazu muss ich dann nochmal kurz in die Option. Warum das jetzt auch immer nichts sagt. Drinstecken tut's. Dann gehe ich doch gleich mal in die Option. Oh, das ist ja witzig. Ah, ja. Break. Shift up. Achso, weil sie eine andere Mutter ist. Okay. Verstehe. Wo waren das hier? Left-Right-Look. Cockpit. Achso, natürlich. Links, rechts. So. Deswegen ging das nicht. Oh mein Gott, da muss ich nächstes Mal wieder dran denken, dass ich das wieder einstelle. Okay. So. Dann nochmal Restart Qualifying. Jetzt sollte es gehen. Genau, jetzt können wir uns das hier nämlich angucken. Einmal. Und auch das Ganze mal von außen hier. Ach, da habe ich sogar noch die andere Kamera drin. So sehen die guten Autos aus. Und dann wollen wir mal gucken, was das Qualifying zu sagen hat. Auch schon mit den neuen Drehzahlmessern und Dashboard-Anzeigen wie Öldruck, Öltemperatur, Wassertemperatur und so weiter ausgestattet. Wir jetzt alle Fahrzeuge mittlerweile. In der NASCAR. So, wollen wir mal gucken, dass das Qualifying einigermaßen gut läuft, weil wenn man alleine fährt hier in Talladega, ist das ja recht lahm. So, dann machen wir in die erste Runde rein. Obwohl 187 Meilen ist ja eigentlich recht schnell, muss man ja mal sagen. Im Vergleich zu Bullring Sprint Cup Mod. Aber 188 sind auch alleine Schluss. Bin ich ja mal gespannt, wie die im Draft fahren. Wie das Bump Drafting hier ist. Aber konstant 188, also das müssen wir ja mal lassen. 89 jetzt sogar. Sollten wir noch eine 90 schaffen? Oh, da habe ich ein Tausendstel wieder verloren. Ja, das wird hier in den Tausendstelbereich auch wahrscheinlich reingehen. Ne, in den 90 schaffe ich wohl nicht mehr. War jetzt auch nicht so perfekt gefahren, die Laps, aber das macht ja nichts. Ich kann erstmal so ungefähr einschätzen, wie schnell die Fahrzeuge hier sind, meine Gegner. Wollen wir mal gucken auf F1. Ach, 16. Nö, 12. sogar. Nö, das können wir gleich so lassen. Das finde ich korrekt. Dann gehe ich mal gleich ins Rennen. Ach du Kacke. Sag nicht, Denika ist Zweite geworden. Drivers, to your cars.
Tatsächlich, Denica zweite. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, die ist über 15. Ah, okay. Es wird knapp werden. Knapp, knapp. Lass uns mal überraschen. Und den Stadion nach oben. Um Gentlemen, Gottes Willen. start your engines! Das brauche ich im Endeffekt, glaube ich, nicht. Ach doch. GoTech Labs. 36, also ein Stop muss ich auf jeden Fall machen. Aber ich werde hier schlauerweise keine Reifen wechseln. Weil bei 50 und Talladega brauche ich die Reifen nicht wechseln. Oh, da qualmt schon der Erste. Ach, guck einer mal an, die Denica. Dann sag mal, oh, auf Wiedersehen. Ich habe ja auch Schaden an. Muss ich aufpassen. Das heißt, ich denke, ich habe Schaden an. Sicher bin ich mir nicht. Oh mein Gott. Tja, Frauen am Steuer, sage ich immer wieder, ne? Sollte man nicht lassen? Sollte man nicht ans Steuer lassen, so wollte ich sagen. Eine Frau am Steuer, Ungeheuer. Oh, Joe. Wenn du das hier siehst, dann guck dir deine arme Denica an. Da fährt sie mit Motorschaden. Dumm gelaufen, würde ich sagen. Auf Wiedersehen, Denica. Geht Pesca in oder gehen wir jetzt noch eine Yellow Lab? Nee. Pesca geht rein. Pace cars off, be ready. Be ready. Pace cars off, be ready. Be Gut, ready. Dann wollen wir mal gucken. Ich werde wahrscheinlich gleich ein bisschen ruhiger sein, weil hier oben zu fahren ist echt Hölle. Green flag, green flag. Bedarf green, green, green. Sehr viel Konzentration. Ja, nehmen wir jetzt noch einer. Habe ich eben nicht gesehen. Oh Gott, 3 White wollte ich jetzt aber noch nicht gehen. Obwohl, vielleicht doch. Ja. Da habe ich glaube ich einen rausgekickt. Oh mein Gott. Oh, jetzt haut er mich doch noch weg. Oh mein Gott. Okay, aber ich glaube Schaden ist aus. Oh, das gab ja... Das heißt, ich muss mal gucken. Warte. Nee. Okay, das starte ich jetzt doch nochmal und gucken uns vorher mal das Replay an. Weil das bringt hier jetzt nichts mehr. So, View Replay. Gehe ich doch gleich mal rein. Oh mein Gott. Das war ja ein heftiger Crash. Muss jetzt gerade mal gucken, ob ich den... Nee, das haben sie selber gemacht. Ach, das ist ja wunderbar. Das war nicht mal meine Schuld, aber das war hier einfach zu eng. 4 wide, wow. 4 wide über die Ziellinie. Ja, da wurde es ein bisschen eng. Ja, war es jetzt meine Schuld oder war es nicht meine Schuld? Das ist jetzt echt die Frage. Das müssen wir uns gleich nochmal von oben angucken. So, jetzt machen wir es mal ein bisschen langsamer. Weil... Oh, 4 White, ey, das ist ja richtig geil gewesen. Nee. Ah, schlecht zu sagen, ey.
ich doch schuld war oder nicht, das weiß ich jetzt gar nicht. So, schalten wir mal ein bisschen nach vorne. Schalten wir mal wieder ein bisschen nach hinten. Oh mein Gott. Da fahren sie alle rein. Oh. Gut, eine Perspektive nehmen wir nochmal. Stopp. So. Auch nochmal von meiner Sicht aus natürlich. Und zwar nehmen wir mal die TV2. Boah, da ging es ja wirklich nur noch um Millimeter. Zum Platz bin ich eigentlich reingefahren. Ach, 12. auch wieder. Wow. Ja. Das nehme ich mal ein Big One. Gut, dann starten wir das Rennen nochmal neu hier. Restart Race. Na, Danny, da hat ja Danny kann nochmal Glück gehabt, würde ich sagen. Gentlemen, start your engines! Naja, jetzt weiß ich wenigstens, dass der Schaden an ist. Und schon wird aus der eingeplanten Stunde bestimmt eine Stunde 20. So schnell geht das. Achso, ich muss ja mal wieder hier. Das vergesse ich sonst wieder. No tires, no tires. Ja, die Autos sehen schon geil aus. Auf jeden Fall. Da haben sich die Macher hiervon auch wieder richtig Mühe gegeben. Voll das geile hochgezogene Heck hier, der Dodge. Meine Fresse, also aber ein riesenhohes Heck. Es fällt hier so vorne beim Chevy gar nicht auf. So, mal gucken, dass wir jetzt einen besseren. Also, meine Schuld war es ja nicht. Beim ersten Unfall, beim zweiten Ding dann nachher Ziellinie weiß ich nicht so genau. Mal gucken, dass wir es jetzt hier besser hinkriegen. Das war schon mal sehr gut. Der sieht auch schon ein bisschen zerbeult aus hier vor mir. Outside. That's my man right there. Go get him, baby. Doing great, bud. Keep after. You're doing great. Still outside. All clear. So. Das hätten wir schon mal geschafft hier. Aber jetzt habe ich gar nicht drauf geachtet, wie schnell die im Draft sind. Sogar mit einer 187, das ist nicht viel. Man bedenke, das sind 105% KI-Stärke auch hier.
Same old driver, just a different day, buddy. Way to work him. Some clean air here, buddy. Let's just get a nice rhythm here. Hinter mir wieder 3 wide. Hätte ich wohl doch mal 110% eingestellt, oder? Those are good laps, buddy. Straight, smooth. Just be nice and patient. Okay, jetzt möchte ich noch mal wissen, wie die im Draft sind. Still there, inside. Still there, inside. Still there. All clear. Inside. Still there, inside. Whoa. Still there, inside. All clear. Inside. Still there. Na, will ich mal hier die obere Linie ein bisschen üben. Still there, inside. Clear low, buddy. Inside. Still there, inside. Die fährt man einfach zu selten. Still there, inside. Still there, inside. Also Bump Drifting geht auch. Still there. All clear. Outside. Still there. Still there. Clear high. Ja, da war einer schon wieder in der Mauer, hab ich doch gehört. Still outside. Still outside. Still outside. Okay, im Draft sind sie auf jeden Fall nicht so schnell wie die Sprint Cup Autos. 3 wide, 2 of them outside. Outside. 3 wide. Outside. Komm. 38. Gib dir mal ein bisschen. Outside. Dir mal einen Shot hier. Still outside. Okay. Wide, 2 of them outside. Dann nicht. Outside. Wenn er nicht mitspielen wird. 3 wide, 2 of them outside. Outside. Clear high. Outside. Still outside. Ist das Original beim Mustang? Dass der Spoiler so komisch gebogen ist da oben? Still outside. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Get that rhythm, man. Let's go get these boys. Nice and easy. Just keep doing what you've been doing. Still outside. Keep digging. All clear. Outside. Still outside. Still outside. Nice and smooth. Still there. All clear.
Ja, der ist tatsächlich so gebogen. Ich dachte, das wäre kaputt. Great job, buddy. Nice and smooth and hit your mark. Just keep a good pace, you're doing good. Die sieht ja so aus, als optisch, ob die Reifen rausstehen. Das sieht auch nicht schlecht aus. Voll die Monster. Oh, da hinten hat's geknallt, glaube ich. Oh, oh, jetzt sind wir beide hier nur noch. Okay, dann werde ich jetzt hier im Windschatten bleiben erstmal. Keep digging. Da hat einer aber Mist gebaut. Mich wundert, dass keine Caution rausgekommen ist. Die wäre natürlich jetzt schon perfekt gewesen. Caution down, caution down. Aha. Caution down. Keep digging, come on. Outside. The road is closed, but still outside. Big wreck in turn 3. Still outside. Und? Caution is out, buddy. Caution is out. Roll on the throttle. Line up behind the 9 car. Na, hat nie ganz geklappt. Line up behind the 9 car. Gut, dann wollen wir mal strategisch denken. Und wollen wir mal gucken, wie viele Runden wir jetzt schon gefahren sind. Das heißt, wie viel wir noch fahren müssen. Oh mein Gott. Hätte das nicht noch eine Runde länger sein können? Oh Mann. Achso, ich kann doch... Ach, das ist doch ganz einfach. Warte mal. Ach, das sind schon 2 Camps. Okay. Das ist ja Mist. Filling up with fuel. Ja, der geht auch rein. Wenn sie alle reingehen. Dann will ich das auch mal machen. The road will be open this time. Your road speed 55. 3500 second. The pace car's gonna triable. The pace car's gonna triable. Oh, ich bin erstmal dran vorbeigefahren, okay. Oh. Ah ne, das war ja nicht meiner. 2, ich muss mal drauf achten, wo meine 30 ist. Ach hier. Oh, oh. Das war aber wirklich knapp, ich kannte das Schild nicht. Go, 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 go. All the way to the landline. Your road speed 55. 3500 second. The pace car in turn 2. Boah, das war jetzt aber haarscharf, weil wie gesagt, ich kannte das Schild ja nicht. Sag mir nicht, dass ich raus kann. Ah, 36 to go. Ach, das passt ja. Okay. Sprit, none. Das ist sehr schön. Nice and easy, bud. Nice and easy. Der war schneller als ich. Kann ich mir kaum vorstellen. Hier gucke ich mir mal kurz das Pacecar gleich an. Können Sie eh mal hier die Autos angucken ein bisschen. Ich muss erstmal über die Ziellinie fahren.
So, jetzt gucken wir uns mal hier das Pacecam aus. Sieht aus wie ein Dodge. Ist auch ein Dodge. Ein Dodge Charger, würde ich sagen. Tatsächlich. Ist ein Dodge Charger, den bin ich ja in den USA gefahren. Ein geiles Auto gewesen. Das heißt, ich kann mal in die andere Perspektive gehen. Hier. Oh Gott, so zu fahren ist natürlich recht schwer. Aber wir haben ihn ja gesehen. Okay, dann gehe ich jetzt mal wieder auf meine Position. Ich komme noch gar nicht über diesen Spoiler hier weg. Das sieht wirklich aus, als ob der verbogen wäre. Dabei ist er wohl original. Muss ich mal drauf achten. Beim nächsten Mal, wenn ich diesen Mustang sehe. Spätestens jetzt 2013 live wieder. Da kann ich mir das dann richtig angucken, wie die aussehen. It'll be one to go this time, bud. Okay, here come your live cars inside. It's gonna be a lot of chaos up front here, so just be ready. Okay. Alright, buddy, give your seatbelt a tug for me, alright? It's a meeting, bad boys. Let's go rock and roll, 10-4. Line up behind the thick. Stay up high. Oh, das sieht aus wie Mark Martin, theoretisch. Also der ist ihn auch schon gefahren, hat damit sogar gewonnen. Pace cars off, be ready. Be ready. Pace cars off, be ready. Be ready. Na los, dann gib Gas Nummer 6. Green, green, green. Be on your toes with these flappers. Inside. Keep digging. Still there. Oh, da geht er ab und ich auch. Oh, bleib hier. Lass sie ruhig crashen. Oh mein Gott, da war ein bisschen zu nah. Na. Ah. Das war jetzt ja was. Damn. Outside. All clear. The road is closed, but... So, mal gucken, welchen Platz ich jetzt habe dann. 28. Caution is out, buddy. Caution is out. Roll out the throttle. 28. Okay. Get caught up there, buddy. Take a deep breath and relax. Reifen brauche ich nicht.
Line up behind the 05. No tires, no tires. Oh Mann. Pit road will be open this time. Pit road speed 55, 3500 second. The pace car and the triable. They're gonna stop you out here on pit road, buddy. Boah. Das war knapp. Ich muss einmal wieder darauf achten, wo meine Box ist. Das ist natürlich jetzt echt schwer. 23. Da bin ich. Oh, der sieht gar nicht gut aus hier. So. Ja. Oh, das war schon. Das war ja nicht viel. Da habe ich wohl noch Glück gehabt. Habe ich wohl nicht so viel abgekriegt. Aber in der Mod sagt er mir nicht, wann ich rausfahren kann hier. Ist auch lustig, muss ich jetzt selbst entscheiden. Ist mal so eine Sache, ne? Dann kriegt man sonst ganz schnell mal eine Black Flag. So, mal gucken, auf welchem Platz wir hier gleich sind. Nice and easy, bud. Nice and easy. Oh, da hat der nächste Motor schon. So, lassen wir uns mal überraschen, ob wir noch einen Platz gut gemacht haben oder nicht. Doch, ein Platz. Wahnsinn. So, nach dieser aufregenden Geschichte jetzt eben muss ich erstmal was trinken. In der Hoffnung, dass das jetzt hier so klappt. Hier muss ich ein bisschen aufpassen, weil das ja auch so mit Schaden ist, ne? Ich muss die Anzeige doch nochmal anmachen. Gucken wir aber gleich noch einen Platz gut gemacht haben. It'll be one to go this time, bud. Okay, here come your lap cards inside. It's gonna be a lot of chaos up front here, so just be ready. Ja, I know. Alright, buddy, give your seatbelt. 24 ist auch meine Zahl. It's a bad boy. Let's go rock and roll. Oh, wie viele Runden haben wir noch? 29. Für 24 Positionen, okay. Und die doofe Denica vor mir. Das kann ja wohl nicht wahr sein.
uns draußen gewittert es hier gerade ganz schön heftig. Ich gehe mal von außen, wenn man den Donner gleich hört. Der Nika kann sich transformieren, falls das irgendeiner gesehen hat. Case cars off, be ready. Be ready. Case cars off, be ready. Be ready. Green, green, green. Los, go Daddy. Go Daddy. Wir dürfen noch nicht überholen. So, jetzt kannst du mich an der Füße fassen, der Nico. Jetzt bleibe ich auch hier. Outside. Still there. Still there. All clear. Outside. Still outside. Still outside. Man sollte das Gas wieder mal richtig durchtreten, ne? All clear. Also ohne Windschatten läuft hier jetzt gar nichts mehr. Deswegen muss ich gucken, dass ich hier im Drive bleibe. Und hier blitzt es vor unserem Fenster, vor meinem Fenster, unglaublich. Oh, das heißt ja, Tage des Donners. Dann passt das ja. Days of summer. I gotta just change yourself here a little bit. A lot of these guys are coming back to us. Also nach dem Dreher, wo ich so leicht irgendwas touchiert habe, kommt mir die ganze Geschichte jetzt ausgeglichener vor. Ich will nicht schon wieder einen Crash verursachen. Oh, wow, wow. Slow down. Da kommt doch schon einer angestürmt wieder. Outside. Still there. Clear high. Steve Wallace. Komm Steve, lass mich vorbei. Outside. 5-4 Energy. Still there. Ah, da habe ich am Sprint Cup schlechte Erfahrungen.
Three wide, two of them outside. Three wide, two of them outside. Outside, outside. Three wide, two of them outside. Hold your line. Auf geht's nach vorne. Outside. Still outside. Three wide, two of them outside. Outside. Three wide, two of them outside. Three wide, two of them outside. Outside. Still outside. Three wide, two of them outside. Three wide, two of them outside. Outside. Three wide, two of them outside. 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 Still outside. Still outside. Kleinen Schatz, okay, dann lass mich vorbei. Still outside. Oder auch nicht. Aber wir hatten das ja schon, das Vergnügen. Was wackelt denn der hier so rum? Boah. Put your line, ja. Hold your line. Great job, buddy. Just pass halfway. Outside. Be on your toes with these flappers. Hold your line. Get that rhythm, man. Let's go get these boys. Nice and easy. Just keep doing what you've been doing. Hold your line. Outside. Be on your toes with these flappers. Three wide. Two of them outside. Outside. Still there. Wow, das war ja schon ja haarscharf hier. Still outside. Woo. Still outside. Three wide, two of them outside, outside. Still outside. Ich sehe nur jetzt ein Problem. Ich komme nicht voran. Vergiss es, ich muss blocken. Ja, das hilft mir noch nicht. Outside. Nice, smooth. Go get him, man. Nice and easy, just keep doing what you've been doing. Still outside. All clear. Vergiss es. Ich muss jetzt gerade mal gucken. Ah. Oh ja, das ist wunderbar. Three wide, two of them outside. Outside. All clear. Keep digging. Das muss ich nur hinter mir halten. Wie auch immer ich das mache. Über wie viele Runden? 21 Runden. Du Scheiße. Da kommen sie schon wieder angestürmt. Outside. Still outside. Wow. Still outside. Still outside. Still outside. Ah, ist das Mist, Alter. Schlüpfen sie mich wieder auf, ja. So wird das nix. Still outside. All clear. Da muss ich mir einen Plan schmieden. Scheiße. So wird das auch nix. Still there, inside. Still there, inside.
Still there, inside. Inside. Still there, inside. Still there. Da muss ich was anderes einfallen lassen. Still there, inside. Still there, inside. Three wide, two of them inside. Three wide, two of them inside. Three wide, two of them inside. Hold your line. Hold your line. Inside. Three wide, two of them inside. Inside. Still there, inside. Still there. Still there, inside. Still there. Three wide, you're in the middle. Hold your line. Oh mein Gott. Hier wollte ich eigentlich jetzt nicht hin. Boah, da war's. Und ich bin mit weg. Bleib. Das war keine Absicht. Aber in der Mitte ist echt schwer. Da wurde es ein bisschen eng. Mann. Ja, meine Karre läuft nicht mehr so gut. Tja. Ja, danke, dass du mir auch noch reinfährst. Ah, die Seite ist im Arsch. Hinten ist aber eigentlich noch gut. Also lass ich jetzt reparieren und versuch's dann nochmal. Achso, die Reifen? Brauche ich nicht. No tires, no tires. Das war schon aufregend hier. 4 wide und 3 wide. In the middle. Pit road will be open this time. Pit road speed 55. 3500 seconds. Come around at the 81. The pace car and the tri-oval. The pace car and the tri-oval. They're gonna stop you out here on pit road, buddy. The pace car in turn one. The pace car in turn two. Da kommt Martin jetzt, Jungs, hier. Go, 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 go. All the way to the last line. Pit road speed 55. 3500 seconds. The pace car's on the back stretch. Dig, buddy. Oh, du Sack, ey. Alter, was macht denn der Vogel, ey? Besoffen oder was? Warte ab, bis ich auf der Strecke wieder bin. Oh, ne, jetzt noch nicht. Alter, hat er mich wieder kaputt gemacht, oder was?
Welche Position bin ich jetzt hier? 23. Da muss ich es jetzt so versuchen. Kann ja nicht wahr sein. Das heißt, nur mal gucken, wie viele habe ich noch hinter mir. Also so nur bis zum 25. Dann könnte ich theoretisch ja doch nochmal reparieren lassen. Two right side tires. Mann, 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 ey. Diese bekloppte Elf eben. Wer war denn das überhaupt? Scott. B. Scott kenne ich nicht. Keine Ahnung. Hör's ein Arsch. Road speed 55, 3500 second. Come around at 11. The pace car and the tri-level. The pace car and the tri-level. They're gonna stop you out here on pit road, buddy. It'll be one to go this time, bud. The pace car in turn one. Turn 2. Go, 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 shake, shake, shake. Go, 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 go! All the way to the last line. Pit road speed 55. 3500 seconds. The pace car's on the back stretch. Dig, buddy. Line up behind the 33. Stay up high. So, mal gucken, dass wir jetzt noch einigermaßen das Auto wieder gekriegt haben, ja. Dass das hier noch vielleicht ein Top-10-Ergebnis wird. Pace car is not in. Pace car's off, be ready. Oh. Be ready. Pace car's off, be ready. Be ready. Green, green, green. Outside. Still outside. Three wide, you're in the middle. Hold your line. Clear high. Outside. Still outside. All clear. Jetzt habe ich die Scheiße wieder den Anschluss verloren. Jetzt brauche ich noch den Dulli 11, damit er mich hier mitzieht. Oh, da war eine Mauer. Ten laps to go this time by. Nice and smooth. Inside, still there. Inside. Three wide, you're in the middle.
Inside, three wide, you're in the middle. Outside, clear high. Clear low, buddy. Inside. Still there, inside. Still there, inside. Clear low, buddy. Oh mein Gott. Achtundachtzig bleibt da oben. Oh, Alter. Hold your line. Outside. Still outside. Still outside. Clear high. Auf jeden Fall ist das hier voll interessantes Fahren, weil man hier doch ganz schön andere Linien wählen muss und nicht einfach oben oder unten bleiben kann. Jetzt muss ich gerade mal blocken. Boah, jetzt ziehen die da vorne ganz schön weg. Doing a good job, buddy. Let's be easy on the throttle. Try to save your tires as best you can. Vielleicht lasse ich den vorbei. Vielleicht ziehen die mich wieder zurück ans Pack. Oh, der sieht auch nicht mehr gut aus. Ob das so eine gute Idee war? Das wage ich jetzt nochmal zu bezweifeln. Der Plan ging wohl nicht auf. Bob to go. Just keep hitting those marks and try to take care of it. Da hätte man die beiden nicht vorbeigelassen, oder? Damn.
Ja, vielleicht kriege ich ja die beiden... Oh Gott. Die beiden Plätze hier wieder zurück. Willst du hier einfach reinziehen? Kann man dir wahr sein. Still there inside. Still there. Still there inside. Still there. Clear low, buddy. Boah, kann der auf einmal hier noch was rausholen aus seiner Karre. Ich vergiss es, da du mich nicht mitnimmst. Das hat er sogar noch alleine geschafft. Aber mal interessant zu beobachten, wie das hier die KI macht. Also das ist schon richtig genial, wie die hier auffighten. Und so, also das haben die echt schon richtig geil programmiert. Schon mal von Haus aus. Nochmal nachträglich nach 10 Jahren Gratulation an Papyrus und Sierra. Was die hier auf die Beine gestellt haben mit der Simulation, das ist echt der Wahnsinn. One more time, buddy. One more time. Straight, smooth. Outside. Still outside. Still there. Clear high. Outside. Clear high. Outside. Still outside. Still there. Still outside. All clear. Three wide, two of them outside. Still there. Whoa. Still outside. Clear high. Inside. Caution down. Caution down. Ah! Ich hab's jetzt noch voller 88 geschafft. Boah. Das war ja noch ein Finish. Meine Fresse, nur eins. Wahnsinn. Das war auf jeden Fall auch spannend. Wie, Black Flag? Willst du mich verarschen oder was? Warum? Habe ich irgendwas verpasst? Ich muss ja wieder zurückfahren. Willst du mich verarschen? Geil, habe ich eine Runde drauf gedrückt gekriegt. Your road speed 55. 3500 seconds.
Das ist ja ungerecht hier. Das war fair erfightet hier. Kann ja nicht wahr sein. Was kann ich dafür, wenn ich mein Motor jetzt qualmt? So. Okay, Burnout wird nichts mehr. Ja, schön, dass ich jetzt keine Black Flag mehr habe, oder was? Hiermit verabschiede ich mich dann gleich, weil ich wollte jetzt erstmal nochmal kurz das Ende gucken. Und zwar gehe ich erstmal dazu raus aus dem Auto. Gehe hier wieder ins Fullscreen Replay. So, gucken wir uns mal die letzten beiden Runden an. Aus der Spectre Cam. Nur weil die Seite ein bisschen... Obwohl, die sah noch gut aus. Ich weiß gar nicht, was mit der Karre los war, warum die absolut nicht mehr ging. Also repariert haben sie die Karre echt gut. Kann ich ja nicht sagen. Jetzt geht's in die vorletzte Runde. Wollen wir mal einen Schluck trinken hier. White Flag. Das war die vorletzte Runde, so. Da hieß es jetzt nochmal alles geben. Da gab es schon die ersten Berührungen. Wow. Vor allem wir sind beide auf dem Gas geblieben. Das ist natürlich völlig geil. Sag bloß wegen der Yellow Line. Wahnsinn. Wahnsinn. Oh mein Gott, da hinten hat es auch dann richtig noch gekracht. Ach, die 11. Naja, der tat das ja auch noch gut. Da konnte ich auch nicht mehr ausweichen. Wow, das war ein Finish. Meine Fresse, noch eins. Gut, dann gucken wir uns das Ganze nochmal so an. Oh, da war aber auch knapp eben. Nochmal aus... Ach, das war die TV2. Dann möchte ich das Ganze nochmal hier, die letzte Runde, die ist ja völlig genial. TV1 hier nochmal angucken. Gucken, wie das hier raus aussieht. Oh, da muss ich doch mal rübsen, weil ich so einen fetten Schluck Cola gesoffen habe. Das war eine ganz leichte Berührung nur. Wahnsinn. Boah, das war auch sauknapp, sauknapp. Also definitiv bin ich... Oh, da war auch noch knapp. Definitiv bin ich vor der... Ja, da konnte ich nicht mehr ausweichen. Vor der 88 über die Ziellinie gekommen. Gut. Mit diesem spektakulären Finish und den Bildern hiervon verabschiede ich mich dann von heute. Und sage einfach mal ciao, bis zum nächsten Singleplayer Let's Play. Euer NRC.